Wenn Sie an Silvester gerne die Ouvertüre von Händels Feuerwerkmusik in voller Lautstärke am offenen Fenster hören, die Uralt-CD brauchen Sie diesmal nicht raussuchen. Genau wie beim letzten Jahreswechsel ist der Verkauf von Böllern in Deutschland verboten. Das Lichtermeer am nächtlichen Himmel wird somit weitestgehend ausbleiben. Der Grund ist vernünftig. Die durch Corona rappelvollen Krankenhäuser sollen entlastet werden. Weniger vernünftig sind dagegen einige Pyromanen, die sich erneut im Ausland eindecken. Mehr von Merle Giesel. Es bleibt dunkel in der Silvesternacht. Das Feuerwerk fällt aus. Der Bundesrat stimmt dem Böllerverbot für Silvester zu. Wie schon im Vorjahr darf kein Feuerwerk verkauft werden. Ein Todesstoß für die Branche, die bereits zum zweiten Mal auf die Silvestereinnahmen komplett verzichten muss. Das heißt, dass wir jetzt also mittlerweile 2 Jahre völlig für umsonst gearbeitet haben, dass ein Verlust im Millionenbereich aufgelaufen ist. Das ist auch mental ein absolut gigantischer Stress, den wir haben. Wir zittern jetzt wieder 365 Tage lang, was denn mit Silvester 2022 passieren wird. Das Verkaufsverbot treibt viele Böllerfans nach Polen, denn legale Feuerwerkskörper im Ausland kaufen ist nicht verboten. Doch auch scheinbar legale Ware mit diesem CE-Symbol kann verboten, da gefälscht sein. So stoppten auf der A12 bei Frankfurt-Oder die Beamten einen Böllerschmuggler mit illegalen Waren im Wert von fast 1.000 Euro. Die sind gefährlich, die Explosionskraft viel stärker und Fehlzündungen häufig. Aber nicht nur durch illegale Ware landen an Silvester viele Böllerfans im Krankenhaus. Und die sind durch Corona eh schon an der Belastungsgrenze. Für die Kliniken ist das Verkaufsverbot also eine Erleichterung. Die Kontakte werden sicherlich eingeschränkt werden, weil ein Stück weit halt auch dieser gesellschaftliche Aspekt wegfällt. Und auch die Kontakte, die wir hier in der Notaufnahme haben. Ein volles Wartezimmer ist auch ein Risiko, das muss man zugeben. RKI-Chef Wieler drängt darauf, dieses Jahr die Feiertage wieder einmal in kleinstem Kreis zu feiern. Für Silvesterstimmung müssen also erneut Luftschlangen und Wunderkerzen sorgen.